kam es zur Bildung der Gruppe Ulbricht und welche Funktion hatte sie? Die Gruppe Ulbricht und die beiden Parallelgruppen für Sachsen war es die Gruppe Ackermann und für Mecklenburg-Vorpommern war es die Gruppe Sobotka, wurden in Moskau gebildet nach der Konferenz von Jalta im Februar, als die Sowjetarmee in Deutschland vorrückte und diese Gruppen die deutschen Boden betraten, als die Kämpfe um Berlin faktisch abgeschlossen waren, und nach der Kapitulation Berlins nahm die Gruppe Ulbricht am 2.3. Mai 1945 hier ihre Arbeit auf, waren Gruppen deutscher Exilkommunisten aus Moskau, die nicht, wie es in der DDR-Geschichtsschreibung gehießen hat, Beauftragte des Zentralkomitees der KPD waren, sondern sie waren zugeordnet der politischen Abteilung der jeweiligen sowjetischen Fronten. Also in Berlin war es die belorussische Front unter Marschall Schukow, dem die Gruppe Ulbricht zugeordnet wurde, und zwar der politischen Verwaltung. Die Funktion dieser Gruppen bestand darin, der sowjetischen Besatzung zu helfen, schnellstmöglich deutsche Kommunalverwaltungen zu installieren und dabei nach einem bestimmten politischen Schlüssel vorzugehen, den Ulbricht den Mitgliedern der Gruppe, so hat es Wolfgang Leonhard, damals der junge Mann von Ulbricht, erläutert. Darin bestand, dass die Kommunisten sich in den neuen Verwaltungen auf drei Ressorts konzentrierten: den stellvertretenden Bürgermeister, der zuständig war für die gesamte Personalwirtschaft der neu entstehenden Verwaltung, der also den Zugriff hatte auf die Besetzung von Positionen, auf den Innensenator, sprich die Verfügung über die Polizei, und den Volksbildungsstadtrat, der für die Umerziehung der Deutschen im weitesten Sinne des Wortes zuständig war. Also er war auch zum Beispiel der Herausgeber der ersten deutschen Zeitung in Berlin nach 1945, nämlich der Berliner Zeitung, die von Rudolf Herrnstadt, einem Kundschafter der sowjetischen Militärspionage, organisiert wurde und bereits im Juni 1945 erschien. Wie war es möglich in der DDR, dass Politiker wie Ulbricht, später Honecker oder auch der Chef der Staatssicherheit Mielke Urteile der Justiz vorgeben konnte? Das lag an der politischen Ordnung der Diktatur. Die SED war als totalitäre Staatspartei darauf aus, eine ungeteilte Macht, wie sie es selber nannten, auszuüben. Und das bedeutete, dass das Politbüro der SED, namentlich die Generalsekretäre oder ersten Sekretäre, das waren Ulbricht und Honecker, zuständig waren für alle Grundsatzentscheidungen des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Und aus dieser Funktion heraus haben sie natürlich auch die Justiz, in Anführungszeichen, wie sie es nannten, angeleitet. Und das bedeutete, dass die Gesetzesvorlagen im Hinblick auf den Ausbau der Justiz, die Personalentscheidungen in der Justiz und besonders wichtige Urteile der Justiz von der Partei gegengezeichnet werden mussten. Und das hatte in der Praxis zur Folge, dass die Frage
der Ausbürgerung von Wolf Biermann nicht das oberste Gericht, sondern Generalsekretär der SED Erich Honecker entschied. Oder in den 50er Jahren Walter Ulbricht auch schon einmal Urteile des obersten Gerichtes eigenhändig korrigierte und eigenhändig lebenslang Zuchthaus in Todesstrafe verwandeln konnte. Wie ist es zu verstehen, dass Herr Mielke von der Staatssicherheit das auch konnte? Der konnte ja auch Urteile vorgeben. Ja, aber der Mielke konnte das als Chef der des Staatssicherheitsministeriums vorgeben im Rahmen des Verfahrens. Das Ministerium für Staatssicherheit war in besonders politischen Verfahren die untersuchungsführende Stelle. Das heißt, das war die Ermittlungsbehörde. Und diese Ermittlungsbehörde hat nach Abschluss ihrer Ermittlungen der Justiz einen Vorschlag unterbreitet, wie das Urteil auszusehen hat. Das Verfahren, über das wir gerade gesprochen haben, dass die Partei dann diese Urteile in wichtigen Angelegenheiten noch einmal prüfte, das kam nach oder vor der Urteilsverkündung zur Anwendung.